Gregor Gysi heute im Thüringischen Landtag als Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. Wie hast du den Tag hier erlebt, diesen Vormittag? Ich war sehr aufgeregt. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so bibbern kann innerlich, wie es mir ergangen ist da oben auf der Besuchertribüne. Und es war ein tolles Moment, das muss ich sagen. Es ist auch ein historisches Ereignis und wir hätten das beide 1989, 90 nicht geglaubt. Was bedeutet das nicht nur für Thüringen, sondern vor allem auch für die Linke? Du kennst Bodo viele, viele Jahre. Er war in der Bundestagsfraktion ja auch ein sehr markanter Streiter für seine Themen. Also ich sag mal, der Bodo ist ein chefiger Typ. Das ist auch wichtig. Wenn man Regierungschef ist, muss man eine Regierung auch leiten können und wollen. Das, glaube ich, kann er. Das Zweite ist, natürlich verändert das meine Partei, aber auch die anderen. Nicht so merklich, nicht in der Sekunde, sondern es führt ja zu mehr Selbstbewusstsein. Das führt zu einem anderen Auftreten. Es führt auch zu einer gewissen Disziplinierung. Wir kommen ja an der Tatsache alle nicht vorbei. Wir spielen eine etwas andere Rolle im Bundesrat, weil jetzt zwei Länder mit unserer Beteiligung dort sitzen. Und es ist ein Durchbruch, was das politische Klima betrifft. Wenn es irgendwann irgendwo den nächsten linken Ministerpräsidenten oder die nächste linke Ministerpräsidentin gibt, ist die Aufregung nur noch halb so groß wie diesmal. Das erste Mal ist es immer schwer. Und da muss ich jetzt mal auch der SPD und den Grünen sagen, dass sie das durchgestanden haben und durchgehalten haben und dass sie die absolute Mehrheit der Stimmen im zweiten Wahlgang bekommen haben. Top, dafür will ich Ihnen auch danken. Es ist ja auch für Sie ein großer Schritt. Und den sind wir hier zu dritt gegangen. Ich bin heute wirklich ein bisschen berührt. Morgen fange ich wieder an rumzumaulen, aber heute nicht. Nun gab es eine kurze Begegnung mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Thüringischen Landtag, Mike Moring. Was haben Sie ihm gesagt? Na, ich habe ihm gesagt, dass ja die CDU in Thüringen nur regieren gelernt hat. Sie regierten ja seit 1990. Deshalb hatten sie ja auch den falschen Eindruck, dass Thüringen ihr Eigentum sei und unter dem Schutz des Artikel 14 des Grundgesetzes stecke. Und ich muss die Union natürlich aufklären, dass das ein Irrtum ist. Länder gehören keiner Partei, sondern da entscheiden demokratische Wahlen. Aber ich habe ihm ein ganz anderes Angebot gemacht. Ich habe gesagt, Sie können ja nur regieren. Sie haben noch nie Oppositionsarbeit gelernt. Und ich bin bereit, eine Stunde in die Fraktion zu kommen, unentgeltlich, und ihr zu erklären, wie man Oppositionsarbeit leistet. Und er konnte wenigstens ein kleines bisschen grinsen. Mit welchem Gefühl geht die Heimreise nach Berlin und in die Fraktion? Es gibt noch eine Sitzung in diesem Jahr. Gibt es da schon Überlegungen? Was sagt man den Mitstreitern in Berlin über das, was heute hier in Thüringen abgelaufen ist? Das werde ich mir noch überlegen. Jetzt liegt ja eine Woche dazwischen und dann kommt wieder eine ganze Sitzungswoche des Bundestages kurz vor Weihnachten. Da haben wir auch eine Fraktionsversammlung und da werde ich ganz bestimmt etwas dazu sagen, auch zu anderen Ereignissen. Aber ich fahre jetzt nicht zurück nach Berlin, ich fahre jetzt nach Elgersburg, weil da tagen wieder alle Leitungen der Partei. Einmal im Jahr machen wir so eine Klausur, wo wir uns überlegen, was machen wir im nächsten Jahr, wo legen wir ein politisches Schwergewicht hin, etc. Und so, dass ich erst morgen Mittag dann wieder nach Berlin starten kann. Aber heute Abend will ich auch noch mal Bodo sehen, das werde ich auch machen. Und wir werden mal ein bisschen feiern. Einen Tag darf man auch mal eine Pause machen oder halbwegs. Ich gehe jetzt erst zur Klausur, aber wenn ich die dann hinter mir habe. Und ja, ich gönne es ihm auch. Und er hat auch wirklich viel geleistet dafür, dass er das heute geworden ist. Und der ganze Landesverband hat hart gearbeitet. Und die SPD hatte natürlich die Erfahrung, an der Union nur zu verlieren, an der Seite der Union. Ich habe heute dem Fernsehen gesagt, da stand der von der SPD daneben, was denn der Vorteil für die SPD ist. Da sage ich ganz einfach, sie kann das erste Mal besonnen wirken. Immer wenn wir ein bisschen übers Ziel hinausschießen, kann sie uns ein bisschen zurückholen. Und das kann ihr einen anderen Ruf geben. Und da guckt ihr also mit großen Augen. Und das kann sogar eine bessere Chance sein als an der Seite der CDU, wo sie immer die Nörgler waren. Also sie kann da eine andere Rolle spielen. Das finde ich ganz spannend. Wir werden es sehen. Trotzdem ist es auch für uns eine Chance, denn noch nie waren wir die führende Kraft in einer Regierung. Und wenn man die führende Kraft ist und die Regierungsarbeit gut eingeschätzt wird von der Bevölkerung, dann können wir eigentlich beim nächsten Mal wieder so ein gutes Ergebnis erzielen oder vielleicht sogar ein besseres.